Wir möchten, dass ihr sie geschmacklich richtig schön in Szene setzt. Ob ihr einen Kuchen macht, eine Torte, welche Form oder welches Dekor, das ist alles euch überlassen. Eine exotische Rezeptur, die eine bestimmte Zutat so herausstechen lässt und trotzdem ausbalanciert schmecken soll, das ist beim großen Backen eine völlig neue Aufgabenstellung. Ihr habt für diese Aufgabe 2 Stunden Zeit und ihr kennt das, auf mein Kommando geht's auch schon los. Auf die Plätzchen, fertig, backt. Wenn die Tahiti-Vanille ein Mensch wäre, würde sie mit einer Luxusjacht durch die Südsee kreuzen. So edel und exklusiv ist sie. Was die Hobbybackenden aus der exquisiten Zutat machen, liegt ganz an ihnen. Wichtig ist, dass der intensive Vanillegeschmack im Mittelpunkt stehen muss. Ich habe hier den Star unserer Aufgabe, die Tahiti-Vanille. Ich koche das Mark zusammen mit der Schote in der Milch auf, damit das Aroma voll rauskommen wird. Tahiti-Vanille ist wesentlich intensiver als die normale Bourbon-Vanille. Es hat viel mehr Fruchtfleisch, sie ist sehr, sehr saftig und hat ein wunderschön blumiges Aroma. Das mal eine Vanilleschote. Dieses Aroma ist ein Traum, also unglaublich. Wie das duftet. Das Schwierige an der Aufgabe ist halt wirklich, dass diese Tahiti-Vanille im Vordergrund steht, beziehungsweise nicht von den anderen Geschmäckern erschlagen wird. Und ich glaube, darauf achten halt Betty und Christian nachher auch am meisten bei der Verkostung. Also wenn du bei dem Thema, wo es sich tatsächlich alles um die Tahiti-Vanille dreht, diese nicht rausarbeiten kannst, geschmacklich, hast du das Thema verfehlt. Da kommt einiges bei rum, ey. Holla die Waldfee. Viel hilft viel, soll ja am Ende auch nach Vanille schmecken. Trick 17. Gekonnt. Beim Schüsselwegstellen mit dem Sieben beginnen. Lilia setzt auf einen Ölteig. Und die aktuelle Bäckerin der Woche? Ich mache jetzt so einen Kokosrührteig mit ordentlich Tahiti-Vanille. Und dann schlage ich erstmal die Eier zusammen mit dem Zucker und der Vanille schaumig. Auch andere exotische Zutaten dürfen nicht fehlen. Ich habe hier meinen Mürbeteig. Also ist ganz normal Butter, Zucker, Mehl. Und dazu habe ich aber noch gehackte Macadamiennüsse reingetan. Finde ich, gibt das Ganze einen schönen aromatischen Geschmack. Passt auch gut zur Süßkartoffel. Jenny verarbeitet die Tahiti-Vanille in ihrer lila Süßkartoffelcreme und einem Kokospudding. Die Basis bildet ein Mürbteig mit Macadamianüssen. Die Süßkartoffeln müssen erst einmal 15 Minuten lang gekocht werden. Da Tahiti ein französisches Überseegebiet ist, passt auch eine französische Tarte zum Thema. Ich mache eine Südsee-Tarte. Ich habe in meinem Boden eben jetzt Kokosraspeln drin, um dieses bisschen Exotische reinzubringen. Mit Kokosflocken gibt Ramona ihrem Mürbteig ein exotisches Aroma und befüllt die Tarte mit einem Vanillepudding. Das fruchtige Topping ein Orangen-Ananas-Kompott. Was entsteht an Franziskas Backplatz? Das ist so ein bisschen leichterer Rührteig von der Konsistenz. Und geschmacklich erinnert er irgendwie an Keks. Das nennt sich Lemon White Cake. Lilia hat eine Eiweißmasse getrennt von der Eigelb-Mehlmasse vorbereitet. Die Torte heißt Mellow Yellow. Das Konzept ist ja, dass sie einen dezenten Geschmack haben soll, um die Vanille nicht jetzt wegzukriegen. In Lilias Torte mit Goldakzenten trifft ein Vanilleölteig mit Knusperschicht auf Vanille-Schoko-Mascarpone-Creme. Die fruchtige Komponente, ein Birnen-Limetten-Kompott. Für ein exotisches Aroma greift Julia zu einem besonderen Trick. Um so ein bisschen noch mehr Südsee-Charakter hineinzubringen, lege ich gleich beim Backen die Ananasscheibe in die Backform und dann gibt sie dem Teig so eine leckere, wird er schön saftig. Preisfrage. Was ist ein Financier und was gehört da rein? Ein Financier ohne Nussbutter ist kein Financier. Das ist eigentlich eine normale Butter, aber die wird ganz präzise erhitzt, damit sie einen Nussgeruch hat und einen Nussgeschmack. In den glanzvollen Steinen auf Mandelmürbteig umschmeichelt Vanillemousse einen Vanillefinancier mit blondem Schokocrunch und Salzkaramellcremeux. Über zu geringe Ambitionen der Hobbybackenden kann sich die Star-Vanille wahrlich nicht beschweren. Bei Daniels Biskuit unterstützt Vanillelikör das Aroma der Tahiti-Vanille. Bei Ramona kommt sie im Boden gar nicht vor. Auch Jenny hebt sie sich für spätere Komponenten auf.
Nach den Teigen geht es an die Cremes und Einlagen. In meinem Töpfchen habe ich gerade nur Wasser und getrockneten Hibiskus. Das zieht jetzt erstmal. Und dann wird das einfach nur eingeliert und es kommt dann als Einlage in meine Torte. In Daniels Naked Cake steckt die Vanille im Biskuit und in einer Creme. Dazu Hibiskusblütengelee und Mandeln in Orangenkaramell. Auch Hannes plant ein Hibiskusblütengelee. Ramona bleibt den tropischen Gewächsen treu. Ich verrühre hier gerade Orangensaft mit Ananassaft und auch einer kleinen Prise Vanille. Das wird dann oben auf meine Tarte noch draufgegeben, dass man immer diesen Fruchtanteil noch dabei hat. Limettenfruchtfleisch trifft bei Lilia auf Birnenpüree, Gelatine und Tahiti-Vanillemark. Financier-Fan Fares weiß wohl, was er da macht. Also mir gefällt die Farbe. Ich fänd's gut. Ramonas Tarte ist schon mal blind gebacken. Und was macht Julia? Meine nächste Vanilleschote wandert in einen Vanillepudding, weil ich mache ja so einen Kuchen, der wird so reingestochen und dann enthält er so Löcher und der wird mit Vanillepudding voll gespritzt. Der hat's gut. Jenny hat das Vanillemark mit Salz und Kondensmilch vermischt. Für die Kokoshaube kommt auch wieder Vanille hinzu. Ramonas Pudding macht Fortschritte. Bei Hannes und Daniel entstehen Puddings für die Cremes. Mit was schichtet wohl Franziska ihren Lemon White Cake? Mein Rezept heißt Vanille satt. Und wie der Name das schon sagt, da wird nachher auch Vanille satt drin sein. In Franziskas Kreation soll die Vanille ihr Aroma in einer Buttercreme entfalten. Dazu Lemon White Cake, Physalis und karamellisierte Macadamia-Nüsse. Welche Frucht passt wohl am besten zur Tahiti-Vanille? Das gibt jetzt eine Karamell mit Birnengeschmack und Vanille. Fares werkelt weiter vor sich hin. Höchste Zeit, dass ihn jemand besucht, für den Financier kein Fremdwort ist. Fares. Hallo Christian. Mein Gott, das sieht bei dir ja schon wieder super lecker aus. Du. Das hier ist meine Crème Anglaise und draus mache ich mein Crémeux. Und das wird mein Ansert für mein Küchlein für später. Du hast wieder feine Patisserie, richtig? Ja, das sind so kleine Steine, ja. So sehen aus wie Edelsteine. Und ja. Da drin kommt meine Vanillemousse, ja. Karamellcrémeux, Meersalzkaramellcrémeux, ein Financier mit ein bisschen Vanille. Und ein blonde Schokolade Crunchy mit Fäuntchen. Das haben wir normalerweise bei unseren Profis und die haben ein paar Stunden mehr Zeit. Ich bin wirklich sehr gespannt darauf. Ich freue mich irre auf die Verkostung. Ich drücke dir wirklich die Daumen. Fares Ticket zur roten Schürze? Daniel durfte sie letzte Woche tragen. Das, was ich hier mache, ist im Prinzip eine italienische Baiser. Das ist eine Hälfte meiner Creme. Ich habe ja vorhin schon den Sahnepudding gemacht. Und die Baiser werde ich dann unterheben. Eine Swiss Meringue Buttercreme gibt es bei Lilia. Und bei Julia eine Ananas Mascarpone Sahnecreme. Fares rührt. Jede Torte, die gerade entsteht, ist komplett individuell. Das ist meine deutsche Buttercreme mit der Tahiti Vanille. Also da treffen jetzt gerade Deutschland und Tahiti aufeinander. Beim Fußball gab es das noch nie. Ich rühre gerade noch mal den Pudding auf für meine Diplomatencreme und versuche dann, die Sahne unterzuheben. Dann kühlt das Ganze noch mal und dann beginne ich zu schichten. Hannes bettet ein Limetten-Hibiskus-Gelee in eine Diplomatencreme mit dem Aroma der Vanille. Boden und Deckel des Törtchens sind aus hauchdünnem Biskuit. Süßkartoffelpüree gibt es heute nur bei Jenny. Ich bin wirklich gespannt, wie das schmeckt. Ich würde das gerne mal probieren. Na, dann wollen wir mal nicht so sein. Ich finde es super. Ja. Vor allen Dingen, es schmeckt tatsächlich immer noch nach Kartoffel. Da kommt im Prinzip noch mal eine Kokosnusshaube oben drauf. Also da koche ich gleich einen Kokosnuss auf und röste noch mal Kokoschips an. Und zum Drüberstreuseln. Sorgt diese Knolle für einen Knüller?